Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier in dem Schloss von Tupa Plupa oder wie auch immer der Typ heißt. Von diesem unbesiegbaren Kerl, der Geister frisst. Und sind jetzt hier in einem Raum angekommen mit vielen Stacheln. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir jetzt hier reinlatschen und ich mich unsichtbar mache, passiert nichts. Gut. So, dann lieber einmal öfter, ne? Was haben wir hier Schönes? Ein weiterer Schloss. Ein weiterer Schlüssel. Würde mich trotzdem mal interessieren, wie viel Schaden das macht. Instant Kill. Okay, das hätten wir. Boah, war das knapp. Tschüss. Okay, hier in der Mitte müssen wir auch runterspringen. Denn dann kommen wir auch... Ja, komm, den bauen sich noch schnell weg, oder? Bombette. Spreng ihn weg. Okay, da sind wieder drei... Oh, vier Stück sogar, wow. Okay, dann lohnt es sich aber jetzt mal richtig. Und zwar... Da mache ich jetzt auf jeden Fall den Multisprung. So, hier muss ich jetzt... Jawohl. Jawohl. Perfekt. Und dann die Powerbombe. Ja, Mann. Nice. Und das ohne einen Treffer. Sehr schön. Das gefällt mir. Gibt 8 Punkte. Und wir kommen hier unbeschadet durch. So, wir haben jetzt noch eine Uhr. Ist die... Okay. Die kann ich verschieben. Da kriege ich einen Geheimgang. Ich will aber tatsächlich erstmal mal hier runter. Denn den Sternsplitter wollen wir noch mitnehmen. Zack. Ja, theoretisch. Weißt du was? Ich spreng hier den Typen auch nochmal schnell weg. So. Wunderbar. Dann machen wir hier einen schönen Sprung auf den da hinten. Weil dann möchte ich mich nämlich nochmal kurz heilen. Mit BP und so. Zack. Geblockt, Junge. Und dann hier noch einen schönen Double Jump. Wunderbar. So gefällt mir das. Wir kriegen wieder 4 Erfahrungspunkte. Ja, das Level-Up werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen vorm Boss. Gehe ich mal stark von aus. Oh. Shit. Au, au, au. Okay. Ah, komm. Was soll der Geiz? Ich mache jetzt einfach einen Multijump. Zack. Und nehme die Bombe noch dazu. Weil ich will mich ja eh gleich heilen. So. Ne, deswegen bashe ich auch gerade noch die Gegner so. Einfach. Weil die sind dann einfach weg. Dann kann ich hier ohne Beschwerden einfach durchlaufen überall. Das ist eigentlich ganz fein. So, und jetzt kann ich nämlich hier... Bin ich hier unten einfach durch das Loch gehüpft. Und... Da war ich ja auch ganz fein mit eigentlich. Zack. Und da konnte ich mich jetzt heilen. Zack. Sind wir nochmal full healed. Und dann können wir auf in den nächsten Kampf gehen. Okay, warte, da war der. Also ich gehe mal stark davon aus, für den Bosskampf werden wir Bu brauchen. Weil der wird wahrscheinlich auch irgendwelche krassen Attacken haben, wo er sich auflädt, etc. pp. Trotzdem werden wir als Start Bumbario nehmen, um ihn zu scannen. Genau, so werden wir das machen.
Gumbario zum Scannen. Dann werden wir wahrscheinlich auf Boo wechseln, weil ich denke mal, Boo wird halt der Schlüsselgegner sein, um ihn zu bezwingen. Vielleicht ruft er auch noch Gesellschaft hinzu, jedes Mal. Könnte ich mir auch vorstellen. Und Boo hat ja die Fähigkeit, quasi Gegner zu verscheuchen. Also möglich ist das sogar so ein großer Teil dann von dem Kampf. So, rein da. Hier müsste ja erstmal alles ausgelöscht sein. Und jetzt können wir mal durch die Wand hier. Okay. Da komme ich nicht durch. Das sieht für mich hier so aus, als ob hier irgendwo eine Bodenplatte sein könnte. Aber nö, ich irre mich. Weil das sieht hier allgemein alles sehr komisch aus. Aber ich komme nirgendwo hoch. Ist das das Schlafzimmer? Ist das das Schlafzimmer? Ah, hier kann ich was aufmachen. Ah, alles klar. Und jetzt kann ich wahrscheinlich mit Paracarry rüberfliegen, oder? Und kann mir da ein paar Münzen holen. So, ist das das Schlafzimmer und ist da das Geheimnis drin? Das ist jetzt die große Frage. Okay, ich glaube, das soll so sein. Ah, okay. Ist das das Geheimnis? Kampfrauschorden erhalten. In einem Notfall erhöht sich deine Angriffskraft um 4. Aber ist das das Geheimnis? Ist das das Schlafzimmer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber hört sich eigentlich ganz geil an, ne? Du bist dann halt so ein... Man könnte halt direkt so darauf spielen, dass du jedes Mal quasi richtig schwach bist und deine Angriffskraft dann so abnormal geboostet wird. Das ist eigentlich ganz geil. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz geil sein kann. Ich wechsle mal kurz auf Gumbario. Also machst du so richtig schwach, ne? Dass du quasi ein One-Hit bist, was halt scheiße ist, aber Angriffskraft plus 4. Vielleicht kannst du dann besser noch ausweichen, bla bla bla. Da haben wir ja auch sowas schon. Ahornsirup, sehr schön. Aktuell sind wir ja voll healed. Full healed. Nee, das ist auch nicht das oberste Stockwerk gewesen. Also war es wahrscheinlich auch nicht das Schlafzimmer. Gehe ich mal stark von aus. Aber da ist unser Freund. Was ist das? Irgendetwas ist hier faul. Okay, ich wechsle mal wieder auf Boo. Ich glaube, wir müssen uns verstecken. So. Ich sehe halt gar nichts. Schnell weg hier! Ach so, so bin ich geflohen. Alles klar. Ich muss aber trotzdem an ihm vorbei wahrscheinlich. Was hat der da eigentlich? Ihm wurde bestimmt das Herz rausgerissen. Hilfe! Also hier fehlt mir auf jeden Fall der Schlüssel wieder. Oh, natürlich schläft hier wieder alles. Übertreibt, Leute. Übertreibt. So, ein weiterer Schlüssel. Für den Komplott. Trölölö. Oh Gott, fast in den reingelaufen.
La, 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 la. Gute Nacht, Leute. Schlaft schön. Zack. Und schnell da rein. Also der beschützt sein Geheimnis quasi. Ist ja auch richtig. Oh, ja, mal den Healer. Also wir waren ja voll healed. Safe Point. Zack. Okay, und jetzt kommt das Schlafzimmer oder? Was erwartet uns jetzt? Warte mal, ich wechsle nochmal kurz auf Gumbario, weil ich will ja sowieso als erstes scannen. Trotzdem braucht man das Geheimnis, bevor wir irgendwas machen. Aber das ist doch auch kein Schlafzimmer. Doch, da ist ein Schlafzimmer, okay. Ja gut, ich weiß ja nicht, was als Schlafzimmer betitelt wird, ne? Hier steht auch ein Tisch drin, so ein Esstisch irgendwie. Ich meine, gut, da ist auch ein Bett, aber naja. So, okay, wir haben hier eine Schatzkiste. Ja. Ja. Na, ich glaube, ich könnte Ärger kriegen. Der Stern ist fort. Und außerdem glaube ich, dass jemand ins Schloss eingedrungen sein muss. Ich will König Bowser nicht verärgern, er ist unheimlich. Zwar hat er mich unbezwingbar gemacht, aber wenn ich das hier vermassle, macht er mich sicher wieder zu dem, was ich vorher war. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Okay. Hallöchen, was ist er denn? Ich bin Igitt. Ach, Igitti. Ein treuer und gesprächiger Gefolgsmann von Meister Dupa-Blupa. Mein außergewöhnlich wichtiger Job ist es, seinen Wertsachen zu bewachen. Aber du siehst ja gar nicht aus wie Meister Dupa-Blupa aus. Das bedeutet, du bist hier, um mich zu stehlen. Mich, den magischen Schlüssel. Der die Tür zur windigen Mühle am Ende der windigen Schlucht öffnet. Und außerdem willst du wohl das Geheimnis, das sich in der Mühle verbirgt, lüften. Nein. Du bist ein schrecklicher Lügner. Miefe, Meister Dupa-Blupa. Hm? Was soll der Krach? Oh, noch 5 Minuten, Mami. Dupa-Blupa, wach auf. Lass uns hier verschwinden. Oh Gott. Ich habe gar keinen Bock auf diese Szene jetzt, wo mir so ein fetter Obertyp hinterher rennt. Hey, du Dieb, halt! Oh Gott, was passiert hier? Bro. Oh Gott. Nein, wo muss ich denn jetzt lang? Hallo? Was passiert hier? Schnell weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dü-dü. Ist er schneller als ich? Er hört sich ziemlich schnell an. Wie dumm das ist. Wäre das egal gewesen, was ich geantwortet hätte, dem Schlüssel wahrscheinlich schon, oder? So, die sind alle K.O. Schnell weg hier. Endlich haben wir Dupa-Blupas Schloss erreicht. Seid ihr alle bereit? Seid tapfer. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um Lady Boo zu helfen. Aber was können wir tun? Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Nerven wegzuschmeißen. Unsere geliebte Lady kämpft gegen Dupa-Blupa. Wir dürfen nicht zögern. Sofort zurück.
Ah, perfekt. Was ist das für ein Geräusch? Tupa Blupa, ist der hinter dir her? Und ist der auf... Was? Ist der auf der anderen Seite des Tores? Oh. Was? Du sagst, dass du vielleicht Tupa Blupas Schwachpunkt herausfinden könntest? Oh, natürlich. Die Windmühle am Fuße des Hügels. Du musst dich beeilen. Lauf so schnell du kannst zur windigen Mühle. Wir werden versuchen, Tupa Blupa hier festzuhalten. Das ist zu gefährlich. Es ist verrückt. Er wird jeden einzelnen von euch fressen. Warum lässt sich das Tor nicht öffnen? Ich weiß nicht, wie lange wir es noch halten können. Kümmert euch nicht um uns. Lauft für unser aller Wohl. Blickt nicht zurück. Okay. Erstmal speichern. Zack. Oh, die sind so nett, die Geister. Ich rieche leckere Geister. Öffne das Tor. Ich rieche leckere Geister. Was will denn das noch sagen? So, jetzt schnell zur Windmühle. Der wird dann eh kommen. 100 Pro wird er kommen. Alter. Ist der Speedy unterwegs? Nee, geht weg. Ich will nur zur Windmühle. Natürlich sind die alle respawned, ne? Natürlich müssen die alle respawned sein. Aber wir kommen ganz gut durch, muss ich sagen. Wir wurden noch nicht einmal irgendwie getroffen von irgendeinem Typi und hallo, liebe Geister. Ich bin, glaube ich, voll healed, aber ich mache es einfach nochmal sicherheitshalber. Ach, hier habe ich noch einen Speicherpunkt. Perfekt. Safe, heal. Wunderbar. So muss das laufen. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt das Geheimnis der Windmühle ist. Oder von Tupa Blupa. Mystik Schlüssel. Ein Schlüssel, den du in Tupa Blupas Zimmer gefunden hast. Benutzen. So, was ist das Geheimnis? Es ist ein Brunnen. Alter, wie krank das versteckt ist hier. Natürlich sind hier noch Gegner. Eintritt verboten. Nix da. Oh Mann. Okay. Erster Angriff, erfolgreich. Zwei Stück von denen. Ich mach mal einen Powersprung. So. Einer tot. Ein Punkt nur. Okay, wie krass ist denn die Ohrfeige? Unsichtbar, macht man transparent und unverwundbar. Drücke so schnell wie möglich nach links. Boah, was? Macht auch 5 Schaden? Ist ja krass. Ist nicht schlecht, ne? Für einzelne Gegner ist die, glaube ich, echt gut. Macht halt einen Schaden, aber es sind halt 5 Treffer. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und hier so ein Trockenpilz. So, was hier? Ehrlich, Eintritt verboten. Wie oft denn noch? Jetzt aber Eintritt verboten. Ha? Ah, sein Herz. Wer bist du? Was? Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Tupa Blupas geheime Stärke bin? Hat jemand ausgeplaudert, dass der Tupa Blupa im Schloss nur eine leere Hülle ist und diese von hier aus kontrolliert wird? Nö. Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber du musst. Da musst du jetzt durch. Jetzt geht der Bosskampf los. Die Musik ist lustig. Okay, pass auf. Wir machen Mitgliedswechsel. Gumbario. Scan den lieben Typen hier noch einmal. Das ist Tupas Herz. Man könnte auch sagen, dies ist das Herz von Tupas Geheimnis. Ha! Okay, war nicht so lustig. Maximaler KP 50, Angriffskraft 6, Verteidigung 0.
Es verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es sich ankündigt, solltest du dich verstecken. Diese Attacke zieht dir ganze 12 KP ab. Versuche es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmal anwendet. Glaub mir, sie ist äußerst gefährlich. Bu wird sich in diesem Kampf als wahrer Segen erweisen. Das glaube ich. So, jetzt kriegen wir das mal aufs Maul. Hehehehe. Ich führe nun eine meiner besten Attacken aus. Du kannst ihr unmöglich ausweichen. Ich muss mich nur ein wenig vorbereiten. Hab bitte eine Sekunde Geduld. So. Das heißt, wir wechseln wieder zu Bu und werden dieser Attacke im nächsten Part ausweichen. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part gehen wir den Boss an. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.